so nach unten gehen mit dem Kopf dann, wenn sie leider verliert. Vielleicht bis wieder eine umgelegt habe, ich weiß nicht. Oh, Lava, Lava, Lava. Lava, Lava. Das ist Mr. Lava, Lava. Kann man Pferden einen Namen geben? Nur mit Namensstellung, gell? Ich glaube, wir haben sogar noch ein paar Namensschilder. Kann das sein? Wir haben doch, glaube ich, noch ein paar. Könnte ich ja mal überlegen, dem Pferd... wenigstens den Pferden Namen zu geben, weil... Und den Hunden. Pferde, Hunde, Katzen kann man ja Namen geben. Das ist ja kein Problem, weil Spawn-Eggs findet man hier bestimmt nicht in der Welt. Würde mich auch wundern, wenn hier bei mir ein Spawn-Egg liegen würde. Aua, schlag mein Pferd doch nicht. Oder vielleicht führen sie das irgendwann mal ein, dass man mal Spawn-Eggs finden kann. Das ist ja natürlich auch mega nice. Oh, hier ist Blumenwiese. Blumenwiese, da, 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 da. Wer mag sie denn nicht? Nur, das wird schon was hinter dem Wald hier ist. Nichts Besonderes. Okay, na dann geht's auch hier weiter. So. Das haben wir geschafft mit Bravour. Und mit ein wenig Lucky geht es dann zurück in den... in den alten Heimat. Ich weiß, was es ist. Also, so eine lange, so einen langen Weg zu kommentieren ist echt. Aua. Es ist ein Pferd, kein Boxsack. So einen langen Weg zu kommentieren ist echt schwer, muss ich mal zugeben. Also, gibt manchmal Stellen in Minecraft, da bin ich. Habe ich mir auch manchmal, wenn ich mir selber zuhöre, so ich schaue natürlich die Folgen mir immer noch mal selber an. Manchmal zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel noch abbaue oder so, dann mache ich immer so, ja, das ist jetzt hier hin und hier, das ist jetzt dahin und so. Ist einfach so, weil man konzentriert sich einfach so aufs Bauen und so. Das kommt dann aber auch ein bisschen seltsam einfach, wenn man sich dann so zuhört und dann redet man 2 Minuten lang nur noch mit, ja, hier, dann können wir das ja hier so machen. Da habe ich mir gedacht, packen wir das hier hin und so. Ist zwar auch Commentaring, aber ich würde das gern besser sehen noch von mir. Da bin ich noch unzufrieden mit mir. Aber man ist ja nicht perfekt, nur weil man das schon eine Weile macht. So, hoch mit dir. Und dann bewegen wir uns weiter in Richtung Heimat. Ich glaube, wir sind vorbei schon halb, oder? Wo sind wir? Kommt mir das bekannt vor hier? Nee. Das sind, glaube ich, noch neue Biome, gell? Ja, es sind noch neue. Das kann unmöglich unsere Heimat sein hier. Das ist unmöglich möglich. Das kann einfach nicht sein. Wir sind eindeutig nicht zu Hause. Aber wo sind wir da? Huch! Ist das neu geladen gerade? Ich weiß nicht, ob das zu deuten hat, aber es könnte sein, dass das vielleicht bedeutet, wir sind langsam in unserem Biom. Ah, ich war da ja so eine Abtrennung, ne? Also da müsste eigentlich... Dschungel haben wir ja auch gar nicht gesehen. Siehst du, das ist jetzt auf einmal Dschungel. Ich hab mir ja gar nicht. Und ich reite auch nicht durch den Dschungel. Oh nee, 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 nicht durch den Dschungel reiten. Das geht dann nach hinten los, das weiß ich jetzt schon. Oh, Apfel. Yay, kann ich aufheben. Klasse, wir haben einen Apfel gefunden. Oh, Katzen. Oh mein Gott. Und ein Hund. Na, Hund ist egal, aber wir nehmen jetzt Katzen mit. Moment, das haben wir gleich. Wir brauchen 1 und wir brauchen 2. Die Katze müssen uns eigentlich folgen, auch immer reiten. So, wir haben ja noch 6 gehabt. Oh, na gut, dann auch nicht wichtig. So. Angehen wir mal ganz kurz. Ich wollte auch mal zeigen, es gibt jetzt so eine Wasseranimation, die hatte ich aber, glaube ich, das hatte ich schon mal drauf angespielt, gell? Hatte ich schon mal drauf angespielt, ich weiß nicht. Man sieht auf jeden Fall jetzt, wenn der Fisch zur Angel schwimmt. Moment. Das hatte ich, glaube ich, im Let's Play schon mal gesagt. Da ist es. Da kommt er jetzt, hier. Oh, den wollte ich eigentlich nicht haben, aber okay. Na dann, ich weiß nicht, ob man damit die Katze füttern kann. Ich glaube nicht, dass die Katze Kugelfisch ist. Wäre seltsam, aber ich habe selbst die Katze und ich glaube nicht, dass die Katze Kugelfisch ist. Hallo? Fisch.
Ach du, es ist echt anstrengend, auf den einen in seinem Black zu gucken die ganze Zeit. Aber es tut weh. Es tut weh. Nein, verschone mich. Ob jetzt noch mal was oder... Da. Yay, ist ein richtiger Fisch gewesen jetzt. Gleich geht's weiter, fertig. Gleich geht es weiter im Programm. Wir wollen nur eine Katze mitnehmen, damit wir auch die endlich haben. Vielleicht sogar zwei. Dann können wir sie paaren. Und dann haben wir sie alle. Wunderschön. Lalala. So, ein sehr genügsames und geduldiges Pferd. Das muss man mal lassen. Großes Lob an mein Pferd. Es ist wirklich sehr genügsam. Oder an unser Pferd. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, das Pferd ist sehr genügsam. Möchtest du auch mal die Angel halten? Hier, ich gebe dir die Angel mal ganz kurz. So, hier, ja, okay. Ja, machst du sehr gut. Also, du hast jetzt die Angel, gell? Jetzt genau der jetzt zuschaut. Da ist ein Fisch, nimm ihn dir. Hast du super gemacht. Oh, danke. Okay, willst du nochmal? Hier, okay. Dann nimmst du nochmal die Angel, ja, hier. Kreist dann mal durch den Bildschirm durch, nimmst die Angel in die Hand. Dauert manchmal ein bisschen länger, aber du scheinst großes Glück zu haben. Man kann ja jetzt auch Angeln verzaubern, das habe ich ja gesehen. Auf Magic Mine mit Glück der Meere und so, das werden wir wahrscheinlich auch mal machen. Weil Angeln macht doch ganz schön viel Spaß und wir werden uns auf jeden Fall noch eine Anglerhütte... Was haben wir eine Anglerhütte? Ich habe die ganze Zeit davon geschwafelt, eine Anglerhütte zu bauen. Wir haben doch eine Anglerhütte. Die ist nur noch ein bisschen unausgebaut. Wenn ich jetzt, ich habe mal eine Art richtige Anglerhütte gesehen jetzt, wie die gebaut wurde. Da kann ich mir vielleicht noch einen Schwapp abknapsen davon. Damit das nicht ganz so schlecht aussieht. Hallo! Du hast übrigens sehr viel, du bist sehr, sehr geduldig. Muss man dir lassen, auf jeden Fall. Denn du hältst ja gerade die Angel immer noch, gell? Ich bin wirklich erstaunt, wie geduldig du bist. Könnte ich nicht. Könnte ich nicht. Nee. Das machst du wundervoll. Hat jemand von euch mal geangelt? Schreibt's doch mal in die Kommentare rein. Oh, ja, da kommt er. Und? Wunderprächtig hast du das gemacht. So, okay. Dann nehme ich mal wieder die Angel, pack's in mein Inventar und dann füttern wir jetzt die Katzen. Nee, du kriegst keinen Fisch. Bist du eine Katze oder was? Wo sind die hin? Katzis! Mieze, Tatze, Tatze, Tatze. Pferd ist auch da. Ja, okay. Suchst die miese Katzen und im Endeffekt ist das Pferd weg. Nein. Ich hoffe, die Katzen haben keine Angst vor dem Pferd. Wäre krass, wenn man ein Pferd hat, kann man sich keine Katze holen, so nach dem Motto. Hallo, hier waren noch so viele Tatzis. Ist die Kuh gestorben anscheinend? Ich will nicht wissen, wie die es gemacht hat, aber sie hat es geschafft. War bestimmt so eine Bungee-Jumping-Kuh. Die kennt man ja. Sind öfters mal in den Nachrichten wegen Tod und so. Also diese Bungee-Jumping-Kühe. Weil die haben es echt nicht einfach. Die sind zwar Bungee-Jumping-Meister hier und so. Das Problem an der Sache, als Kuh kannst du ja natürlich kein Seil knüpfen, deswegen springen sie meistens dann einfach ohne Seil und dann geht das halt manchmal nach hinten los, ne? Och man, jetzt habe ich mir so viel Fisch geholt. Wo sind die Katzis? Man kann ja auch irgendwie Dinge aus dem Meer fischen, so Loot und so. Also ich glaube, Tränke kann man aus dem Meer rausfischen und Stöcker und... Lustig wäre es, wenn es irgendwann mal den Schuh gäbe. Weißt du, man kann glaube ich sogar Stiefel aus dem Meer fischen. Entschuldigung, jetzt habe ich meine... Stimme gerade ein wenig überschlagen und ich merke auch gerade, dass meine Stimme einen Abgang macht. Einen Stuhlgang macht. Meine Stimme macht einen Stuhlgang. Das ist fast dasselbe wie ein Stuhlgang, bloß mit mehr Stuhl und mehr Geruch. Auch mal, wo sind die Katzis jetzt so? Ich weiß noch, dass wir damals angefangen hatten hier auf der Welt. Und da hatten wir doch den Katzenbug.
Ich sehe das noch, da hatten wir überall und nirgendwo immer Katzen. Immer wenn wir ein neues Biom rein sind, hatten wir wieder Katzen, Katzen. Und ich musste die immer töten, die Katzen. Und die haben auch nicht reagiert auf Fisch und so. Und jetzt, jetzt suchen wir sie. Jetzt suchen wir sie. Wo gerade so viele da waren auch. Mann, das ist doof. Die sind so selten, da hat sie gerade so eine riesen Masse an Katzen und jetzt auf einmal gar keine mehr. Na komm. Pferd. Also ist mir relativ egal, was du machst, aber komm auf jeden Fall hinterher. Und komm mal hier hoch, ist mir auch egal. So. Oh, pardon, das wollte ich nicht. Das ist mir jetzt so rausgeflutscht. So. Oh Mann, ich will die Katze haben jetzt. Ich bin ja mal so im Tier... Oh, ich habe jetzt gedacht, oh mein Gott, Pferd weg. Jetzt bin ich einmal so im Tier... oh, jetzt fängt das schon wieder an mit Regnen. Ich glaub's ja nicht. Echt jetzt? Keine Katzen mehr? Jetzt bin ich aber ein bisschen geknickt hier. Tja, anscheinend soll es nicht sein. Dann lege ich mal die Zombie-Fleisch weg. Und wir begeben uns wieder auf den Weg in alte Gefilde und sollten auch gleich da sein. Ich wollte, ich nehme viel länger auf als ja ich wollte. Dadurch, dass wir jetzt so viele Dinge noch gesehen haben und gefunden haben und dann doch weiter weg waren als ich dachte, ist die Aufnahme jetzt natürlich viel größer als ja ich wollte. Ich habe hier gerade mal so ein bisschen im Dschungel lang, vielleicht finde ich doch noch eine Katze. Aber wie es aussieht, ist das Glück nicht auf unserer Seite. Oh doch, Glück ist auf unserer Seite. Oh mein Gott, was ist das denn? Ja, ich weiß, also ich weiß, was das ist. Das war jetzt eher so eine rhetorische Frage. Stopp! Mitkommen. Mitkommen. Verarsch mich nicht. Komm runter. Pferd? Wo macht denn das Pferd lang? Ist das Hacke? Hallo Pferd! Pferd? Hä? Ich komme gerade leicht verarscht durch das Pferd vor. Moment, ich höre das ja darunter. Na, also geht doch. Kommst du jetzt mit? So reagiert das nicht. Komm mit. Oh, das ist doch selten dämlich, oder? Komm, los. Irgendwie hört das nicht, okay. Bitte reißt jetzt... Ja, natürlich jetzt... Nee, immer noch nicht gerissen. Aua, es tut auch weh. Pfeile, hey. Und Smaragd. Oh, Smaragd. Geil, Smaragd. Smaragd, ich habe Smaragd gefunden. Yay. Dafür tue ich mal das hier weg. Ja, gib her. So, das Pensel. Die Haken behalte ich mal.
Die sind ja noch recht selten. Zumindest weiß ich nicht, wie man so baut. Geht bei der Abwehr dafür weg. Ich weiß zwar echt nicht, warum das Pferd jetzt so komisch macht, aber... Na gut, auch diese Steine behalte ich, die sind auch selten. Ach, was habe ich denn weg? Ich werfe einfach mal das, so, weg damit. Und noch einen davon, noch einen davon. Und hier haben wir ein paar Pistons noch, Klebepistons sogar. Die nehme ich natürlich auch mit für Erde. Für Erde. Für Erde. So wunderschön. Gut, dann will ich auch gar nicht lange fackeln, werden wir mal weiterlaufen gleich. Ach so, alles klar. Das Pferd hatte ich gar nicht alleine, das war gerade so ein Bug irgendwie. Jetzt raff ich das mit dem Pferd. Ach so, na gut, dann. Was heißt ja, ich kann mir irgendwas reinlegen? Nee. So, hier muss ich lang. Müsste langsam echt zu Hause sein, oder? Minus 300 und 500, also wir müssen wirklich langsam echt zu Hause sein. Sieht auch aus wie richtige Biome mittlerweile. Also wie alte Biome meine ich jetzt noch, nicht richtige. Richtige Biome ist glaube ich nicht der richtige Ausdruck dafür. Ja. Oh, richtiger Ausdruck, weil richtige Biome. Ach, vergiss das. Vergiss es einfach. Ja, es sind auf jeden Fall alte Biome. So, wo sind wir denn jetzt hier? Das ist doch ein Haus. Und zwar ist das unsere Mine. Wir sind alles klar, wir sind hier hinten. Wir sind hier hinten, dam dam. Wir sind hier hinten, da da da. Lala, wir sind hier hinten und das ist doch schön, da 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 da. So, jetzt steige ich mal ganz kurz ab und theoretisch müsste es auch an Stein gehen.